mitten im Südpazifik. 5000 Kilometer von der neuseeländischen Küste entfernt liegen die Pitcairn-Inseln. Eine kleine Inselgruppe, bestehend aus 4 Inseln, isoliert vom Rest der Welt. Die einzige bewohnte Insel der Inselkette ist Pitcairn, benannt nach dem Seekadetten Robert Pitcairn, denn er entdeckte die nur 4,5 Quadratkilometer große Insel am 2. Juli 1767. Ihre schroffen Klippen ragen steil aus dem Meer hinaus und heben das fruchtbare Land vom Meeresspiegel ab. Die höchste Erhebung namens Pavella Valley Ridge liegt 347 Meter über dem Meer. Die Hauptstadt der Insel trägt den Namen Adamstown. Hier leben die gesamten Einwohner der Insel. Einen Strand oder einen richtigen Hafen gibt es auf Pitcairn nicht, weshalb auch nur gelegentlich Besucher auf die Insel kommen, um Flora und Fauna zu bestaunen. Ein Inselparadies mitten im Pazifik, könnte man meinen. Aber hinter dem vermeintlichen Inselparadies verbirgt sich eine düstere Geschichte, die lange unentdeckt blieb und in der es um Missbrauch, Gewalt und Unterdrückung geht. Die Geschichte der Pitcairn-Inseln beginnt irgendwann um das Jahr 1000 nach Christus, als polynesische Ureinwohner die Insel besiedelten. Viel ist über die damaligen Einwohner der Insel nicht bekannt. Nur, dass sie im Laufe der polynesischen Expansion viele Inseln, darunter auch Pitcairn, besiedelten. Die damaligen Bewohner Pitcairns besaßen sehr wahrscheinlich eine ähnliche Kultur wie die anderen polynesischen Völker auf den Nachbarinseln. Sie fertigten Steinwerkzeuge aus schwarzem Basalt an und bauten Standbilder, ähnlich wie man sie auch auf den Osterinseln finden kann. Irgendwann aber verließen die Ureinwohner die Insel wieder. Vermutlich wegen des Mangels an Trinkwasser und weil sich die Bewohner nicht ohne Hilfe von anderen Inseln versorgen konnten. Nach dieser Zeit blieb die Insel eine lange Zeit unentdeckt. Erst im Jahre 1606 wurde die Insel wiederentdeckt. Dies gerät aber schnell in Vergessenheit, bis zum Jahre 1767, als sie schließlich von der HMS Swallow unter dem Kommando von Captain Philip Carteret wiederentdeckt wurde. Der Seekadett Robert Pitcairn entdeckte die Insel in einiger Entfernung als erstes. Und so sollte die kleine Insel, auf der sie wegen der starken Brandung nicht anlanden konnten, den Namen Pitcairn Island bekommen. Captain Carteret machte aber bei der Entdeckung der Insel einen bedeutenden Fehler bei der Angabe der Position. So war Pitcairn eigentlich 330 Kilometer weiter südöstlich gelegen als angegeben. Und dieser fatale Fehler des Captains sollte in weiterer Folge die Geschichte Pitcairns beeinflussen. Am 23. Dezember 1787 begann die Reise der Bounty. Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass sich nur 17 Monate später das Leben eines jeden Mannes auf der Bounty dramatisch verändern sollte. Die Bounty brach an jenem Tag im Dezember einige Tage verspätet wegen des schlechten Wetters auf. Von London nahm sie eine lange und beschwerliche Reise nach Tahiti auf sich. Das Schiff stand dabei unter dem Kommando von Captain William Bligh. Die Bounty wurde von der britischen Krone beauftragt, Brotfruchtbaumsetzlinge von Tahiti in die Karibik zu bringen. Der Brotfruchtbaum sollte dabei als billige Kost für die Sklaven in den englischen Kolonien dienen. Bei der Brotfruchtmission der Bounty wurde an allen Ecken und Enden gespart. Die Bounty war ein für diese Mission viel zu kleines Schiff und die 46-köpfige Besatzung musste sich den engen Raum unter Deck gut aufteilen. Noch dazu kam, dass Captain Bligh eigentlich gar kein echter Captain war. Die Besatzung nannte ihn aus Höflichkeit zwar so, aber den offiziellen Titel dazu hatte er nie erhalten. Trotz dessen war Captain Bligh entgegen mancher Erzählungen aus Filmen oder Büchern kein schlechter und grausamer Captain gewesen. Viel eher war er besorgt um das Wohlergehen seiner Crew. Bligh achtete stets auf seine Männer. Unter Bligh bekam die Crew jeden Tag 3 warme Mahlzeiten zu essen. Er teilte den Wachdienst so auf, dass jeder Mann 8 Stunden Schlaf am Tag bekam und tägliches Lüften des Unterdecks und die allgemeine Hygiene an Bord waren ihm besonders wichtig. Jeden Tag eine Stunde körperliche Ertüchtigung an Bord sollte die Spannungen der Männer abbauen. Eigentlich könnte man sagen, dass der Captain alles dafür tat, um die Reise für jeden Mann so sicher wie möglich zu gestalten. Und die Reise der Bounty war eine sehr lange und beschwerliche. Von London ging es nach Teneriffa und von dort nach Kap Horn. Dort kamen sie wegen einer Schlamperei der Admiralität viel zu spät an und gerieten in eine Reihe von Winterstürmen. Sie konnten die Passage nicht durchsegeln, da es viel zu gefährlich war.
Deshalb segelten sie zurück in Richtung Osten zum Kap der Guten Hoffnung. In Kapstadt ließ man das Schiff reparieren und neuen Proviant für die Weiterfahrt laden. Anschließend ging es weiter unter Australien und Neuseeland vorbei, bis die Bounty am 25. Oktober 1788 endlich Tahiti erreichte. Nach den vielen Strapazen der letzten Monate war die Zeit in Tahiti für die Männer wie ein schöner Traum. Die Bounty blieb ganze 5 Monate im Hafen von Tahiti liegen. Die Brotfruchtbäume befanden sich gerade in der Ruhezeit und deswegen dauerte es eine Weile, bis die 1015 Brotfruchtbaumsetzlinge für die Weiterfahrt beschafft werden konnten. In dieser Zeit entwickelten sich zwischen den Mitgliedern der Besatzung und den Einwohnern Tahitis Freundschaften und auch einige Liebesbeziehungen. Der Lebensstil der Menschen auf Tahiti war ganz anders, als die Männer es nach der harten Reise über das Meer gewohnt waren. Und schnell vergaßen sie ihr Pflichtbewusstsein und ihre Disziplin. Captain Bligh war in dieser Zeit großzügig zu den Männern. Und fast alle Crewmitglieder ließen sich sogar nach dem polynesischen Brauch tätowieren. Im Jänner 1789 versuchten schließlich 3 Männer der Besatzung in einem Beiboot der Bounty zu desertieren. Sie konnten aber schnell wieder eingefangen werden. Bligh bestrafte die Ausreißer für die Aktion mit einigen Peitschenhieben der neunschwänzigen Katze. Für diese Zeit und unter diesen Umständen ein sehr mildes Urteil, da oft Deserteuren sogar die Todesstrafe drohte. Unter einigen Mitgliedern der Crew erweckte das den Eindruck, als wäre Blighs Autorität leicht zu untergraben. Der Abschied von der Insel war schwer. Am 4. April 1789 verließ die Bounty Tahiti, mit allen Männern an Bord und zusätzlich 1015 Brotfruchtbaumsetzlingen. Das kleine Schiff wirkte plötzlich noch beengter als zuvor und schnell kehrte für die Besatzung der strenge Alltag auf dem Schiff zurück. Der starke Kontrast zwischen dem unbeschwerten Inselleben auf Tahiti mit den freundlichen Menschen im Gegensatz zu dem harten Alltag auf dem Schiff. Das alles traf die Mitglieder der Besatzung wie ein Schlag ins Gesicht. Captain Bligh verlangte von seinen Männern stets eiserne Disziplin und zeigte kein Einfühlungsvermögen. Oft war er sehr harsch und streng zu seinen Männern. Das stieß einigen Mitgliedern der Crew sauer auf. Innerhalb von nur wenigen Tagen wurde die Stimmung auf der Bounty immer angespannter. Ein sich immer weiter zuspitzender Konflikt zwischen Fletcher Christian, dem ersten Offizier und Captain Bligh, eskalierte schließlich am 28. April 1789. Die Tage zuvor war die Lage bereits angespannt gewesen. Auf dem Schiff waren die Wasserrationen knapp. Da man jetzt auch die 1015 Brotfruchtbäume mit Wasser versorgen musste, verschärfte sich die Lage immer weiter. Es gab immer wieder Streitigkeiten wegen Rationen und als Captain Bligh schließlich Fletcher Christian beschuldigte, ihn bestohlen zu haben, reichte es diesem. Die feindselige Beziehung, die sich im Laufe der Zeit zwischen den beiden entwickelt hatte, war nun auf dem absoluten Tiefpunkt angekommen. Fletcher Christian war so enttäuscht von seinem Captain, dass er überlegte zu desertieren oder Selbstmord zu begehen. Schließlich erlitt er einen Nervenzusammenbruch und aus der kompletten Verzweiflung heraus fasste er einen folgenschweren Entschluss. Gegen 4 Uhr früh morgens begannen einige Männer unter dem Kommando von Fletcher Christian in einer Nacht- und Nebelaktion zu meutern. Die Meuterei war nicht geplant oder durchdacht, aber ab diesem Zeitpunkt konnte keiner der Männer wieder in sein altes Leben zurückkehren. Die Meuterer rissen Captain Bligh aus dem Schlaf. Dieser wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Innerhalb von nur kürzester Zeit mussten sich die Mitglieder der Besatzung nun für eine Seite entscheiden. Gehörten sie zu den Meuterern und blieben auf dem Schiff? Oder blieben sie loyal ihrem Captain gegenüber und folgten ihm ins Beiboot, welches mit Proviant und Wasser gefüllt wurde? Schnell war das Beiboot voll und nicht alle Mitglieder der Crew, die wollten, konnten die Bounty verlassen. Auf Meuterei stand in England zu diesem Zeitpunkt im Jahre 1789 die Todesstrafe. Und viele der Besatzungsmitglieder hatten Angst, dieses Schicksal zu erfahren, wenn sie auf der Bounty zurückblieben. Fletcher Christian und seine Männer ließen die Barkasse zu Wasser. Und schnell verschwand das kleine Beiboot in der Ferne. Verzweifelt und ohne Hoffnung blieben 18 Männer und Captain Bligh auf dem offenen Meer zurück. Die meisten der Gewissheit eines schnellen Todes entgegenblickend. Ihre einzige Hoffnung war es, den nächsten europäischen Außenstützpunkt auf Timor zu erreichen. Dieser lag 3.618 Seemeilen entfernt, was einer Entfernung von 5.800 Kilometern entspricht.
William Bligh und seine Männer schafften das, was viele als unmöglich beschreiben würden. Mit nur einem Mann Verlust schafften es Captain Bligh und seine Männer, die 3618 Seemeilen in dem 7 Meter langen und 2 Meter breiten Boot bis nach Timor zurückzulegen. Die Höllenfahrt, die sie zurücklegen mussten, dauerte ganze 48 Tage. Bligh navigierte ohne Karte, nur mit den einfachsten Mitteln und teilte den Proviant, den sie hatten, genauestens auf. Am 14. Juni 1789 erreichten sie schließlich halb verhungert und völlig zerlumpt Kupang auf Timor. Captain Bligh vollbrachte eine navigatorische Meisterleistung und rettete 18 Männern das Leben. Die übrigen Männer auf der Bounty verwickelten sich schnell in Streitereien und Diskussionen. Schließlich entschieden sie sich dafür, wieder nach Tahiti zu segeln, wo ein Teil der Besatzung von Bord ging. Der harte Kern der Meuterer stach daraufhin wieder in See. Unsicher, wo sich die Meuterer niederlassen sollten, segelten sie zwischen verschiedenen Pazifikinseln umher. Nach einigen Auseinandersetzungen mit Einheimischen und dem Besuch verschiedenster Inseln waren am Schluss ihrer Irrfahrt neben 9 Meuterern noch 6 tahitianische Männer und 12 tahitianische Frauen mit auf dem Schiff. Die Namen der Meuterer lauteten nun Fletcher Christian, John Adams, William McCoy, Isaac Martin, Matthew Quintal, John Mills, Edward Young, John Williams und William Brown. Schließlich erinnerte sich Fletcher Christian an eine Insel namens Pitcairn und daran, dass Captain Carteret die Insel falsch in den Karten angegeben hatte. Seine Mission war es von nun an, die versteckte Insel zu finden und sich auf ihr niederzulassen. Als sie am 15. Jänner 1790 die Insel Pitcairn in der Ferne entdeckten, war die Freude groß. Die Besatzung der Bounty konnte allerdings erst Tage später auf der Insel anlegen, denn die starke Brandung schneidet Pitcairn Island vom Rest der Welt ab und macht es nicht immer möglich, sicher auf die Insel zu gelangen. Auf der Insel angekommen, schafften sie den gesamten Proviant auf die Insel und ließen das Schiff leer zurück. 5 Tage nach ihrer Ankunft auf der Insel steckte Matthew Quintal das Schiff in Brand. Somit konnten sie nicht mehr so leicht entdeckt werden, aber damit war ihr Schicksal auch besiegelt. Denn keiner der Mitglieder der Besatzung sollte Pitcairn je wieder lebend verlassen. Nach ihrer Ankunft begannen die Meuterer mit dem Bau einer Siedlung. Sie nutzten die begrenzten Vorräte des Schiffs, um sich Hütten und Verschläge zu bauen. Doch die vermeintliche Idylle auf der Insel sollte sich nur kurze Zeit später in einen Albtraum verwandeln, der später als dunkelstes Kapitel der Pitcairn-Inseln in die Geschichte eingehen sollte. Die Meuterer behandelten die Polynesier wie gefangene Sklaven, wie Menschen zweiter Klasse. Jeder der 9 Meuterer nahm sich eine Polynesierin zur Frau. Die 6 polynesischen Männer mussten sich die übrigen 3 Frauen teilen. Die Spannungen und Konflikte zwischen den Siedlern wurden von Tag zu Tag größer. Und eine Sache sollte das Fass schon bald zum Überlaufen bringen. Als die Frau des Schmiedes, John Williams, starb, nahm er sich eine der 3 übrig gebliebenen Polynesierinnen als Frau. Ab diesem Zeitpunkt eskalierte die Situation komplett. John Williams und 3 weitere Meuterer wurden von den polynesischen Männern daraufhin aus Rache getötet. Fletcher Christian, der Anführer der Meuterer, sollte nur kurze Zeit später ebenfalls das blutige Ende durch die Hände der polynesischen Männer finden. Eine schreckliche Zeit der Angst, des Misstrauens und der Vergeltung brach an. In einem blutigen Racheakt töteten die übrigen Meuterer schließlich alle 6 polynesischen Männer und eine Frau. 1794, genau 4 Jahre nachdem sich die Meuterer und ihre Begleiter auf der Insel niedergelassen hatten, überlebten nur noch Edward Young, John Adams, William McCoy und Matthew Quintal. Gemeinsam mit ihnen verblieben 10 Frauen und ihre auf der Insel geborenen Kinder. William McCoy widmete sich von diesem Zeitpunkt an nur noch dem Herstellen von Alkohol aus einer zuckerhaltigen Wurzel. Er verfiel daraufhin vollkommen dem Alkohol und stürzte eines Tages von den Klippen. So starb auch er. Matthew Quintal verfiel ebenfalls dem Alkohol und wurde immer gewalttätiger gegenüber den anderen Siedlern. Als er schließlich eines Tages drohte, alle Kinder umzubringen,
erschlugen John Adams und Edward Young ihn mit einer Axt. Einige Jahre vergingen und Edward Young und John Adams lebten mit den übrigen Frauen und Kindern unentdeckt auf der Insel weiter. Im Jahre 1800 verstarb schließlich auch Edward Young an Asthma. Von diesem Zeitpunkt an lebte John Adams als einziger erwachsener Mann mit 10 polynesischen Frauen und 23 Kindern auf der Insel. Edward Young hatte John Adams, bevor er starb, das Lesen gelehrt. John Adams galt als nicht sonderlich gebildeter Mann, aber er war ein sehr gottesfürchtiger Mensch und so las er jeden Tag in der Bibel. Er verbot das Konsumieren von Alkohol und brachte den Menschen den Glauben zu Gott näher. Im Jahre 1808 entdeckte Captain Matthew Folger, ein amerikanischer Robbenjäger, die Insel. Er ging an Land und führte lange Gespräche mit John Adams. Captain Folger gab den britischen Admiralitäten zwar Bescheid, aber niemand nahm wegen des zu der Zeit herrschenden Krieges Notiz von der Entdeckung. Am 17. September 1814 war es nun endlich soweit und die beiden englischen Kriegsschiffe HMS Brighton und HMS Tragus erreichten Pitcairn. Sie fanden John Adams, das Oberhaupt der Insel, und seine gottesfürchtige Gemeinde vor. Adams, der einwilligte, mit nach England vor das Kriegsgericht zu treten, durfte schließlich auf der Insel bleiben, da man es als Akt der Grausamkeit bezeichnete, ihn gefangen zu nehmen. Er blieb bis zu seinem Lebensende das Oberhaupt von Pitcairn und starb am 5. März 1829 auf der Insel. Heute ist die Bevölkerungszahl auf Pitcairn auf etwa 50 Menschen geschrumpft. Die Gemeinschaft hat sich weiterentwickelt und ist geprägt von einem starken Zusammenhalt und der Bewahrung ihrer einzigartigen Kultur und Traditionen. Im Laufe der Zeit hat es sich sogar eine eigene Sprache auf der Insel entwickelt, das Pitcairn-Englisch. Die Pitcairn-Inseln, abgeschnitten von der Hektik der modernen Welt. Sie haben eine faszinierende und einzigartige Geschichte, die es wert ist, gehört und erzählt zu werden. Denn trotz ihrer dunklen Vergangenheit sind sie bis heute ein lebendiges Symbol des menschlichen Überlebenswillens und der unerschütterlichen Gemeinschaft, zu der sie geworden sind. Danke fürs Zuhören. Liked und abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr keine meiner spannenden Geschichten mehr verpassen wollt. Ciao!